Hallo alle zusammen, wir machen jetzt heute mal was Herzhaftes. Und zwar habe ich die Eier schon hier drin. Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Dann habe ich, für mich ist das jetzt Premiere, ich habe den noch nie gegessen gehabt, wie auch immer, Halloumi-Grillkäse. Den werde ich jetzt erstmal hobeln und dann kommt der zu den Eiern. So, das gleiche machen wir mit Zucchini, hobeln. Dann geben wir etwas Petersilie mit dazu. Dann brauchen wir noch Salz und Pfeffer. Und das verrühren wir. So, ich habe jetzt hier die Silikonform, ich habe aber trotzdem hier ein paar Tröpfchen Öl noch reingegeben, damit das Ganze einfach dann besser rauskommt. In der Hoffnung, dass das rauskommt. So, und da geben wir das dann einfach ab hinein. Nochmal schön vermischen. So, und während das im Ofen ist, rühren wir uns einfach noch so ein Dip zusammen. Dann nehme ich einfach ein bisschen Knoblauch, etwas saure Sahne, etwas Salz und Pfeffer. So sieht das Ganze jetzt nach 20 Minuten im Ofen aus. Ich muss aber dazu sagen, ich würde beim nächsten Mal auf jeden Fall das doch wieder mit Backpapier machen. Ihr wisst ja, wenn ihr mich vom anderen Kanal kennt, dass ich ja ehrlich bin, bei mir hat hier noch was festgeklebt, obwohl ich ja ein bisschen Öl drin hatte. Deswegen macht's lieber mit Backpapier. Genau, und ich würde sagen, wir probieren jetzt mal. Ich bin ja gespannt, weil ich, wie gesagt, diesen Käse noch nie gegessen habe. Mmh. Boah. Super lecker. Aber mega, mega lecker. Deswegen macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!